eigentlich klar, wer den Kampf zwischen Biene und Riesenhornisse für sich entscheiden kann. Das ist wie eine Schlacht zwischen einem Kätzchen und einem Säbelzahntiger. Und eine Armee Bienen gegen eine Armee Hornissen lässt sich mit 100 Kätzchen gegen 100 Löwen vergleichen. Es scheint so, als würden Hornissen locker gewinnen. Schließlich kann so ein Exemplar 1000 Bienen innerhalb von nur 1,5 Stunden vernichten. Doch in Wirklichkeit ist so ein Kampf viel komplizierter und dramatischer, als du dir je vorstellen könntest. Und erwarte das Unerwartete. Ein Bienenvolk ist den ganzen Tag unterwegs. Die Bienen bestäuben Pflanzen und Früchte und sammeln leckeren Nektar. Alle arbeiten hart und kehren am Ende des Tages zum Bienenstock zurück. Doch unter ihnen befindet sich ein Verräter, eine Riesenhornisse. Sie ist größer als eine Biene, trägt aber dieselben Farben. Sie fällt unter den anderen gar nicht auf. Ohne jegliche Einladung und Probleme spaziert sie einfach in den Bienenstock rein. Man hört ein Knacken. Das sind ihre Kiefer, die zuschnappen. Die Hornisse ist hungrig und schlecht gelaunt. Sie beginnt ihre Mahlzeit. In Windeseile versetzt sie den ganzen Bienenstock in Chaos. Die Hornisse hat einen Giftstachel, aber den muss sie hier gar nicht anwenden. Für die Bienen eignen sich eher die scharfen Kieferzangen. Der Schwarm greift den Eindringling an, doch der spürt kaum etwas. Die Chancen für die Bienen stehen nicht gut, denn sie sterben, sobald sie zustechen. Sie opfern ihr Leben für ihr Zuhause und um die Königin zu beschützen. Doch ihr Mut zahlt sich nicht aus. Nachdem ihr Durst gestillt ist, fliegt die Hornisse schon zur nächsten Beute. Nur eine Biene hat überlebt. Sie schnellt aus ihrem Bienenstock, um die anderen zu warnen. Jeden auffindbaren Bienenstock klappert sie ab, um vom Feind zu berichten. Alle Bienen machen sich für den Angriff bereit. Sie stellen eine riesige Armee auf. Doch zu ihrem Unglück ist das längst nicht genug. Die Riesenhornisse hat sich schon einen neuen Bienenstock ausgesucht. Doch dieses Mal sind die Bienen vorbereitet. Für einen Moment scheinen die Bienenstiche wirksam zu sein. Die Hornisse wird schwächer, ihr Siegeswille schwindet. Die Hoffnung auf den Sieg spornt die Bienen weiter an. Aber nur für kurze Zeit. Denn plötzlich fliegen 10 weitere Hornissen ein. Die erste Hornisse hat die anderen mithilfe eines Pheromons auf den Bienenstock aufmerksam gemacht. Von diesem Duft wurden sie angelockt und nun haben die Bienen keine Chance mehr. Hornissen legen eine Spur, damit andere Gleichgesinnte zum Bienenstock geleitet werden. Und innerhalb weniger Minuten haben 11 Hornissen einen Bienenstock von 25.000 Bienen dem Erdboden gleichgemacht. Dieses sonnige Fleckchen hat einst dank der Bienen geblüht, doch nun ist es ein lebloses Tal. Da Hornissen nicht ihre Zeit mit der Suche nach Bienenstöcken verschwenden wollen, teilen sie sich in Gruppen auf und fliegen verschiedene Orte ab. Sie sondern ihren Duft aus und starten eine Großreinigung. Ihr Hunger nach Zerstörung ist unaufhaltbar. Natürlich kennen die Bienen mittlerweile ihren Feind und bemerken ihn auch schnell, doch das hilft nichts. In jeder Schlacht werden andere Mittel zur Verteidigung ausprobiert. Einmal hat ein Bienenschwarm sogar versucht, ein Hornissennest zu attackieren. Vergebens. Keine Blumen werden mehr bestäubt, kein Honig mehr produziert. Alle Bienen leben in Angst und Schrecken und trauen sich nicht mehr aus ihrem Zuhause. Doch in dieser dunklen Zeit, in der die Hoffnung längst verloren ist, gibt es einen Hoffnungsschimmer. Eine Spezies japanischer Bienen hat nämlich gelernt, wie Hornissen zu besiegen sind. Die Nachrichten dringen in jeden Bienenstock. Und die Strategie scheint zu funktionieren. Einige Hornissen konnten schon erfolgreich in die Flucht geschlagen werden. Die Angst lässt nach und die Bienen sind wieder bereit für den Kampf. Ja, diese Art von Bienen weiß, wie es geht, doch andere Spezies sind hilflos. Die Bienen warten also geduldig auf ihren Feind. Jede weiß, was zu tun ist. Dann endlich taucht eine Hornisse auf. Hunderte Bienen greifen sie an und wickeln sie mit ihren Körpern ein. Sobald die Hornisse komplett ummantelt ist, fangen die Bienen gemeinsam an, gleichzeitig zu vibrieren. Der Hornisse wird unfassbar heiß. Die Temperatur steigt und steigt und die Hornisse kann sich nicht befreien. Die Bienen verbrennen sie bei lebendigem Leibe. Ein paar Minuten später fällt die Hornisse zu Boden. Die Bienen werfen sie aus dem Stock. Sie sind ihres Sieges sicher. Doch eine weitere Hornisse erklärt den Krieg. Die bereits müden Bienen umstellen sie und vibrieren ein zweites Mal. Noch eine Hornisse. Und noch eine. 10, 20, 100 Hornissen sind eingetroffen. Den Bienen fehlen die Ressourcen und die Energie. Die Siegeschancen stehen wieder bei Null. Um ein für alle Mal zu gewinnen, müssen sich die Bienen vereinen. Alle Bienenstöcke. Hunderte Millionen Bienen. Eine große leblose Wiese ist der Austragungsort für die letzte Schlacht.
Alle Bienen aus dem Tal strömen ein. Sie sind bereit. Die Ruhe vor dem Sturm. Dann beginnt die Luft zu vibrieren. Man kann das Summen der Hornissen schon von Weitem hören. Sie haben ihre Population schon hundertfach vergrößert, weil ihnen kein Tier das Wasser reichen kann. Die Niederlage der Bienen steht bevor. Doch niemand zuckt jetzt mehr zurück. Zwei Schwärme treffen aufeinander. Das ist kein Kampf, das ist pure Zerstörung. Hunderttausende Bienen fallen zu Boden, doch keine einzige Hornisse. Eine ganze Insektenspezies scheint ihrem Ende geweiht. Doch was ist das? Die Wiese wird von eigenartigem Nebel umhüllt. Die Bienen und Hornissen können nichts mehr sehen. Dann, durch den weißen Schleier, tauchen sie auf. Die Silhouetten riesiger Kreaturen. Sie steigen sofort in den Kampf ein. Tausende Hornissen schlagen zurück, doch ohne Erfolg. Bienen fallen zu Boden und werden bewusstlos. Die Hornissen trifft das gleiche Schicksal. Einige versuchen noch zu fliehen, doch der Nebel verhindert das. Irgendjemand hat Gas angewendet, um diese Schlacht zu beenden. Und dieser jemand ist der beste Freund der Biene, der Mensch. In dicken Schutzanzügen sammeln die Menschen die eingeschläferten Hornissen vom Boden auf. Sie legen sie in eine Kiste und die Bienen in eine andere. Das dauert Stunden. Dann endlich wachen die Bienen wieder unversehrt in ihren Bienenstöcken auf. Die Hornissen befinden sich in speziellen Behältnissen. Dort sind sie gefangen und niemand kann mehr verletzt werden. Auf der ganzen Welt werden Hornissennester von Menschen vernichtet. So wird die Fortpflanzung verhindert. Denn schließlich sind Bienen diejenigen, die für den Lebenszyklus in der Natur verantwortlich sind. Dank der Bestäubung wachsen viele Pflanzen nach. Die Bienen servieren uns praktisch Beeren und Früchte. Sie kümmern sich um Pflanzen, von denen sich Kühe und anderes Vieh ernähren. Außerdem haben wir ihnen Baumwolle zu verdanken. Würden die Hornissen die Bienen auslöschen, gäbe es bald keine Baumwollkleidung mehr. T-Shirts, Jeans, Jacken, all das würde teurer werden und schon bald vom Markt verschwinden. Viele Produkte würden ihren Geschmack verlieren und ihren Nutzen. Tiere und Menschen bekämen nicht ausreichend Vitamine. Kühe könnten keine Milch mehr geben. Es würde keinen Käse, keinen Sauerrahm, keine Butter und kein anderes Essen mehr geben. Den saftigen Burger im Restaurant könntest du dir auch abschminken. Auberginen, Peperoni, Kiwis, Blaubeeren, Preisebeeren und viele andere Produkte würden aus den Regalen verschwinden. Die Existenz ganzer Tier- und Pflanzenspezies neigte sich dem Ende. Diese Krise beträfe nicht nur die Landwirtschaft, sondern die globale Wirtschaft. Währenddessen schießt die Hornissenpopulation in die Höhe. Kein Geschöpf der Welt könnte sie in Zaum halten. Wenn Menschen nichts dagegen tun würden, müssten draußen alle Schutzanzüge tragen. Die Hornissen würden in Häuser und Autos dringen und Menschen und Haustiere anfallen. Eine Riesenhornisse kann eine Menge Ärger anrichten. Ihr Stachel zählt zu den gefährlichsten und schmerzhaftesten im Insektenreich. Er fühlt sich wie eine brandheiße Nadel an. Wenn ihn eine Hornisse in ein Opfer einführt, wird das Gift in die Haut injiziert. Es weitet die Blutgefäßwände und die Eintrittsstelle schwillt stark rot an, manchmal sogar für Stunden oder Tage. Die Hornisse ist ein aggressives Monster und sie kann mehrmals zustechen. Stell dir nur vor, was eine ganze Kolonie dieser Tiere anrichten könnte. Um ihnen zu entkommen, musst du dich in dichtem Blattwerk verstecken oder ins Wasser springen. Nachdem die Hornissen sich dann verdrückt haben, geh sofort ins Krankenhaus. Diese Viecher können erheblichen Schaden an uns anrichten. Deshalb müssen wir sie bekämpfen. Bienen sind dazu leider nicht in der Lage. Sie sind absolut machtlos. Die Menschheit ist sich dieser Gefahr bewusst und tut alles, um die Hornissenpopulation zu begrenzen. Am Ende haben die Riesenhornissen also doch keine Chance. Jede Biene kehrt zu ihrem Alltag zurück. Bestäuben, Nektar sammeln, Honig in Bienenstöcken produzieren. Das Tal blüht wieder auf. Die Bienen können beruhigt schlafen. Die Menschen überwachen die Lage und beobachten die Riesenhornissen. Taucht eine feindselige Hornisse auf, muss irgendwo ein Nest sein. Doch die Spezialeinheiten spüren diese Nester unter alten Bäumen und in Gruben auf. Wer den Beruf des Wildtierbetreuers ausübt, eskortiert zum Beispiel an einem Flughafen ein Reh vom Flugfeld. Er vertreibt auch Entenfamilien vom Teich des Flughafens. Er kann sogar Waschbären verscheuchen, die sich in Terminalgebäuden häuslich niederlassen wollen. Was er nicht kann, ist mit Honigbienen umgehen. Im August 2012 summten hunderttausende Honigbienen im Rumpf einer Delta-Maschine auf dem Weg nach New York City. Sie wurden bemerkt, als die Crew das Flugzeug betankte und das Gepäck verlud. Und hier kommt der Imkermeister Steven Rapaski ins Spiel. Zu diesem Zeitpunkt war es bereits der vierte Schwarm, mit dem der Flughafen in den letzten Monaten zu kämpfen hatte. Im Mai 2012 verdeckten mehr als 15.000 Bienen die Ampel eines Rollfelds.
Das verursachte natürlich enorme Flugverspätung. Das war Grund genug für den Wildtierbeauftragten des Flughafens, nach Imkern zu googeln. Zum Glück stieß er auf Herrn Repaski, der später auch angestellt wurde. Der Job eines Straußenbabysitters besteht hauptsächlich darin, die kleinen Strauße davon abzuhalten, wegzulaufen oder sich gegenseitig die Augen auszupicken. Diese Spezialisten beobachten stundenlang ihre Schützlinge. Dieser Job ist aber alles andere als easy peasy. Strauße sind dafür bekannt, territorial zu sein, und sie werden schnell wütend. Wenn sie sich bedroht fühlen, gehen sie auch auf einen Menschen los. Du musst in diesem Job also immer wachsam sein, sonst gerät noch einer der Vögel in Schwierigkeiten. Ein legaler Bankräuber wird auch Penetrationstester genannt. Diese Leute testen, ob Banken auch sicher genug sind. Früher war der Beruf ziemlich einfach. Du musstest quasi nur in eine Bank einbrechen. Heute gibt es immer noch diese Fake-Einbrecher. Aber dazu kommen noch Spezialisten, die die Computersicherheit überprüfen und sich mit Identitätsdiebstahl beschäftigen. Räuber könnten sich nämlich auch als Polizeibeamte ausgeben und versuchen, Überwachungskameras in den Tresoren zu installieren. Ein tauchender Pizzabote arbeitet in einem Unterwasserhotel in Florida. Dieser Spezialist legt seine Taucherausrüstung an und macht sich auf den Weg. Er beliefert die Hotelgäste mit frisch gebackener, heißer Pizza, die er in einem wasserdichten Behälter durch das Meer transportiert. Der Job eines Tiernahrungstesters ist eine Kombination aus Forscher und Tester. Oft handelt es sich um eine Person mit einem Doktortitel. Solche Spezialisten kosten die Tiernahrung nicht, sondern testen sie. Sie analysieren hauptsächlich den Nährwert des Essens. Sie schreiben Berichte und suchen nach Möglichkeiten, das bereits vorhandene Futter zu verbessern. Bevor sie das Futter tatsächlich probieren, riechen sie daran. Nicht alle Tierbesitzer wollen, dass die Küche nach Fisch stinkt. Danach wird das Futter probiert. Die Tester sollen die Textur, die Konsistenz und den Geschmack beurteilen. Sobald das erledigt und notiert ist, spucken sie das Futter aus. Wer als Nagellack-Namensgeber arbeitet, schaut sich eine neu erfundene Nagellackfarbe an und versucht, sie mit ein paar Worten zu beschreiben. Wie sieht der Nagellack aus oder wie fühlt er sich an? Vor nicht allzu langer Zeit brauchten die NASA und die Europäische Weltraumbehörde professionelle Schläfer. Beide Behörden waren bereit, jedem der 24 Teilnehmer, die zwischen 24 und 55 Jahre alt waren, mehr als $18.000 zu zahlen. Dafür sollten sie 60 Tage lang in Betten liegen. Sie durften lesen, mit ihren Handys spielen oder ihre Lieblingsserien schauen. Was sie aber nicht durften, war aufstehen. Außerdem waren ihre Betten zum Kopfende um 6 Grad angewinkelt. Damit wollten die Forschenden herausfinden, wie sich künstliche Schwerkraft auf den menschlichen Körper auswirkt. Einer der Vorteile eines beruflichen Golfballtauchers ist, dass man immer im Freien arbeitet. Diese Person ist dafür zuständig, Golfbälle vom Grund der Golfplatzteiche zu sammeln. Das klingt nach einem einfachen und coolen Job, aber die meisten dieser Teiche werden kaum gepflegt, weshalb Taucher in schlammigem Wasser mit Algenbefall nach Golfbällen suchen. Manchmal haben sie es auch mit Schlangen zu tun. Ein Kokosnuss-Sicherheitsingenieur schützt Menschen davor, von herabfallenden Kokosnüssen getroffen zu werden. Die Folgen solcher Unfälle können sehr unangenehm sein. Und deshalb klettert ein Kokosnuss-Spezialist auf die oft bis zu 18 Meter hohen Palmen und pflückt die reifen Kokosnüsse, bevor sie auf die Köpfe ahnungsloser Touristen fallen. Kartoffelchips-Sortierer suchen nach verklumpten oder verkochten Chips, die am Fließband vorbeikommen. Sobald sie einen Chip sehen, das falsch aussieht, holen sie es sofort raus. Amsterdam ist eine der fahrradfreundlichsten Städte der Welt. Daher ist es auch kein Wunder, dass Hunderte von Fahrrädern in den unzähligen Grachten der Stadt landen. Fahrradfischer ziehen jedes Jahr mehr als 14.000 Fahrräder aus den Wasserstraßen. Die meisten dieser Zweiräder sind alt und rostig. Jemand, der Farbe beim Trocknen beobachtet, wird normalerweise von einer Firma angestellt. Bei diesem Job muss man den Trocknungsprozess aufmerksam beobachten, um Veränderungen in der Farbe und der Textur zu erkennen. Ein erfahrener Beobachter schafft das sowohl an der Wand als auch unter dem Mikroskop. Die Hersteller wollen damit herausfinden, wie haltbar die Farbe ist und ob sie schon bei der kleinsten Berührung abfällt. Ein Farbe beim Trocknen Beobachter kann auch Tage damit verbringen, immer wieder neue Papierbögen anzumalen. So werden neue Farbmischungen überprüft, zum Beispiel wie lange es dauert, bis sie vollständig getrocknet sind.
Faltenjäger sorgen dafür, dass keine unerwünschten Falten auf Schuhen sind, wenn sie die Fabrik verlassen. Zu ihrem Berufsbild gehört es zum Beispiel, Falten aus Schuhen und Schuhteilen zu bügeln. Dazu benutzen Faltenjäger entweder ein Bügeleisen oder ein Heißluftgebläse. Manchmal kommt auch ein spezielles pfriemförmiges Werkzeug zum Einsatz. Papierhandtücher haben entweder einen leicht angenehmen Geruch oder gar keinen Geruch. Ein Papierhandtuchschnüffler ist genau die Person, die darauf achtet. Diese Spezialisten werden von Herstellern eingestellt, die sicherstellen wollen, dass ihre Produkte keinen unerwünschten Gestank absondern. Leider ist es fast unmöglich, diesen Job zu ergattern. Das liegt wahrscheinlich daran, dass das die kleinste Jobnische ist, die es gibt. Was die Aufgabe eines Wasserrutschentesters ist? Richtig, das Testen der Wasserrutschen in Hotels und Wasserparks, damit der Spaß für alle sicher ist. Nehmen wir an, du ergatterst diesen Job und fängst an, als Wasserrutschentester für ein großes Reisebüro oder eine Hotelkette zu arbeiten. Dann bist du die meiste Zeit unterwegs, weil du von einem Wasserpark zum anderen reist. Wenn du angekommen bist, ziehst du dein Badeoutfit an und machst dich auf den Weg zur Arbeit. In diesem Job musst du viele Rutschen testen und bewerten, wie schnell du runterkommst, wie viel Wasser die Rutsche verbraucht und wie aufregend das ganze Erlebnis ist. Ein Sonnenbrillendoktor arbeitet in großen tropischen Resorts. Die Hauptaufgaben in diesem Job sind das Reinigen von Sonnenbrillengläsern, das Festziehen von Schrauben und das Lösen von Augenproblemen, die Gäste haben können. Ein Sonnenbrillendoktor patrouilliert in der Regel nachmittags durch das Hotelgelände und trägt dabei einen Gürtel mit Spezialwerkzeug. Ein Möbeltester ist eine Person, die Betten, einschließlich Kissen und Matratzen testet. Hotels und andere Unternehmen stellen diese Leute ein, damit sie bei der Arbeit schlafen. Auch wenn es sich wie ein Traumjob anhört, muss ein guter Bettentester eine Menge wissen. Zum Beispiel, wie man liegen muss, um zu testen, ob eine Matratze Dellen hat. Oder wie man herausfindet, ob die Kanten eines Betts stabil genug sind, um darauf zu sitzen. Wer als Kaugummikauer arbeitet, auch Gummologe genannt, verbringt seine Tage damit, Kaugummi zu kauen. Gummologen testen dessen Konsistenz und Geschmack. Außerdem müssen sie beschreiben, wie sich ihr Mund während und nach dem Kauvorgang anfühlt. An manchen Tagen muss ein Kaugummikauer viele Blasen pusten, je nach Phase des Projekts. Aber ihre Hauptaufgabe ist das Erforschen und Kreieren neuer Geschmacksrichtungen. Wenn du keine Zeit hast, in der Schlange zu stehen oder du das Warten langweilig und ermüdend findest, kannst du einen professionellen Schlangensteher anheuern. Gegen eine Gebühr löst er dich ab, falls du irgendwo stundenlang anstehen musst. Zum Beispiel, um unter den Ersten zu sein, die ein neu eingeführtes Produkt kaufen. Menschen mit hübschen Händen, schönen Fingern oder schönen Füßen können Körperteilmodel werden. Solche Models werden oft sehr gut bezahlt. Sie nehmen an Fotoshootings teil, die bestimmte Produkte bewerben und promoten, zum Beispiel Schmuck, Nagellack oder Handcreme. Als Hundesurflehrer wirst du von Hotels angeheuert, um den Hunden der Gäste das Surfen beizubringen. Wie sich zeigte, lernen Hunde oft viel schneller das Surfen als ihre Herrchen und Frauchen. Marmite-Tester müssen jede Charge des berühmten Aufstrichs aus Hefeextrakt kosten. Sie prüfen, ob das Produkt die richtige Textur und Konsistenz hat. Sie achten auch darauf, ob der Geschmack innerhalb der Bandbreite der akzeptablen Marmite-Geschmacksrichtungen liegt. Ob in Kaminen, Bäumen, Garagen oder sogar in Holzbalken, Wespennester gibt es überall. Sie ruinieren nicht nur dein Picknick und fallen über das Essen her oder stechen dich im besten Fall noch. Nein, zu allem Überfluss suchen sie sich auch noch einen geschützten Unterschlupf irgendwo in deinem Garten, typischerweise direkt unter dem Vordach. Wespen achten darauf, dass dieser Ort stabil genug für ihr Zuhause und damit sicher genug für ihre gesamte Wespengesellschaft ist. Zumindest gilt das für Feldwespen, eine Gruppe unter 30.000 verschiedenen Wespenspezies. Du erkennst sie daran, wie sie ihr Nest bauen. Die Wespenkönigin beginnt ganz eigenhändig mit der ersten Baustruktur. Danach bringen sich die Männchen ein. Falls du eine Gruppe Wespen in dieselbe Richtung fliegen siehst, folge ihnen mal. Sie verlassen ihr Nest ein paar Mal am Tag, um Nahrung zu sammeln. Doch sie kehren immer wieder zurück, um sich um die Jungen und ihre Königin zu kümmern. Außerdem summen sie ganz laut, während sie ihr Nest bauen. Also, oh, da ist es ja! Sehen wir uns ihr Nest mal genauer an und schauen, was sich darin verbirgt. Die Nester sind meist schirmförmig und aus grauem, papierartigem Material. Sie bestehen aus Holzbrei und Speichel und können richtig groß werden.
Das größte je gefundene Wespennest war 5,5 Meter breit und mehr als 3,5 Meter lang. Feldwespen bauen verhältnismäßig kleine Nester, während Hornissen, eine weitere Wespenspezies, größere Nester in Footballgröße bauen. Deren Zellen sind größer und dichter angeordnet. Die Nestwurzel ist das Fundament des gesamten Nests. Darin befinden sich die Zellen, in denen Larven heranwachsen. Wespen unterscheiden sich gar nicht allzu sehr von Schmetterlingen. Sie sind Teil einer Insektengruppe, die eine Metamorphose durchlaufen, einen Prozess, in dem sich der Körper des Tieres beim Heranwachsen verändert. Und diese Zellen sind tatsächlich kleine Krippen für junge heranwachsende Wespen. Beim Bau ihrer Nester lassen Wespen diese Zellen offen. Und zwar für die Königinnen. Sie legen nämlich ihre Eier in diese Zellen und versiegeln sie. Die Zellen sehen aus wie hohle Zylinder. Durch die sechseckige Form halten sie sich gegenseitig. Im Inneren des Nests ist ohnehin alles sehr kompakt. So kommen viele Zellen auf kleinstem Raum unter, ohne an Festigkeit zu verlieren. Sie dienen sowohl als Krippe als auch als Kokon und sind groß genug, um eine Larve inklusive ihrer Zimmernachbarn unterzubringen. Ausgewachsene Wespen legen oft Nahrung am Ei ab, sodass die Jungen nach dem Schlüpfen direkt eine Mahlzeit bekommen. Du kannst Drohnen, also männliche Wespen, dabei zusehen, wie sie um die Zellen schwirren. Sie wollen sicherstellen, dass alles nach Plan läuft und jede Larve genug zu futtern bekommt. Darüber hinaus müssen in Nestern eine stetige Temperatur und eine hohe Luftfeuchte herrschen. Den Larven zuliebe. Deshalb arbeiten die Wespen hart. So bleibt das Nest nämlich schön warm. Solche Nester bestehen meist aus Kuppeln aus Pflanzenmaterial, Speichel oder Papier. So eine Wespe fliegt herum und sucht nach geeignetem Material. Wenn sie Holz findet, zerkaut sie es und vermengt es mit ihrem Speichel. Die Wespe stellt damit starken Kleber her und verarbeitet ihn zu dünnen Schichten. Damit das Nest stärker und stabiler wird, müssen die Schichten sehr dicht sein. Und tada! Der Nestkern ist fertig. Die Königin wickelt das Nest dann in eine Art Umschlag, der aus leichten, dünnen Schichten aus aufgeweichtem Holzbrei besteht. Dieses Schutzschild isoliert die Zellen und erschwert das Eindringen, sodass das Nestinnere nur noch über ein kleines Loch zugänglich ist. So können auch die Temperatur und Luftfeuchte aufrechterhalten werden. Wenn du nach Honig suchst, bist du hier an der falschen Adresse. Bienen produzieren Honig, nicht Wespen. Ihre Körper sind meist schwarz-gelb gestreift, aber es gibt auch blaue, orangene, grüne und rote Wespen. Sie sind zwar ungefähr so groß wie Bienen, doch Bienen sind noch etwas stämmiger und haariger. Wespen sind schmaler und schnittiger und haben einen Petiolus, einen verlängerten Hinterleib. Beide Insekten bestäuben Blumen, auch wenn Wespen das ein bisschen weniger tun als Bienen, da sie weniger Haare haben, an denen sich die Pollen anheften können. Bienen sammeln Nektar, um Honig zu produzieren, die Nahrung für ihre Larven. Wespen sind viel aggressiver. Sie sind Fleischfresser, das heißt, sie bringen ihren Jungen andere Insekten oder Käfer, beziehungsweise was von ihnen übrig bleibt. Wespen erkennen sich untereinander durch ihren Duft, aber auch, genau wie wir, durch bestimmte Gesichtsausdrücke. Wespen sind die erste tierische Spezies, an der man die gegenseitige Gesichtserkennung ähnlich wie beim Menschen nachweisen konnte. Auch Königinnen erkennen sich untereinander und kämpfen ihre Hierarchie innerhalb der Kolonie aus. Jede einzelne Wespe weiß also, wer für die Arbeit oder die Nahrungsverteilung zuständig ist und wer neue Larven in die Welt setzt. Wespen pflegen ein komplexes Sozialleben, weshalb sie sich auf viele Gesichter verlassen müssen, um Eindringlinge von Wespen aus den eigenen Reihen unterscheiden zu können. Wespen sind tatsächlich nützlich für uns Menschen. Sie fressen Insekten und halten damit die Käferpopulation im Zaum, die die Ernte vernichtet. Wespen geben sich beim Bau ihrer Nester so viel Mühe und doch halten sie nur den Sommer lang stand. Sie fangen im Frühling mit dem Bau an und leben bis Herbst im Nest. Die Arbeiterwespen überleben die kalten Winter nicht. Nur einige Königinnen können das aufgrund eines Frostschutzmittels in ihrem Blut. Schließlich müssen sie für den Nachwuchs im neuen Nest sorgen. Wenn eine Wespenkolonie ausstirbt, wird das übergebliebene Nest von anderen Insekten wie Schwebefliegen genutzt. Die sehen Wespen ähnlich, können jedoch überwintern. Genau wie Wespenköniginnen halten Schwebefliegen ihren Winterschlaf gern an geschützten Orten mit angenehmer Temperatur. Verlassene Wespennester eignen sich also perfekt dafür. Hornissen besuchen auch mal Nester, in denen Wespen noch aktiv sind.
Dabei werden sie nicht mal gestochen, denn nur die weibliche Wespe kann stechen, wenn sie sich bedroht fühlt. Eine Wespenkönigin kann bis zu einem Jahr alt werden, Arbeiterwespen nur 22 Tage. Feldwespenkolonien sind relativ klein. Sie umfassen 1 bis 200 Zellen und bis zu 100 ausgewachsene Wespen. Größere Nester kommen auf das Doppelte. Doch von den deutschen Wespen solltest du dich wirklich fernhalten. In deren Nest befinden sich bis zu 15.000 Arbeiter. Und du findest das Nest nicht auf Kronendächern oder am Haus. Halte besser in Wänden Ausschau und stolpere nicht über so ein Nest, denn diese Wespen bauen unter der Erde. Auch wenn sie kleiner als andere Wespenspezies sind, sind sie viel aggressiver. Deutsche Wespen haben einen starken Instinkt, wenn es um ihr Nest geht. Also werden sie wahnsinnig, wenn du dem Nest zu nahe kommst und stechen dich mehrmals. Bienen hingegen können nur einmal zustechen. Sie rammen ihren spitzen Stachel in deine Haut, der allerdings mit Nerven, Muskeln und ihrem Verdauungstrakt verbunden ist. Deshalb kann eine Biene nicht überleben, hat sie ihren Stachel einmal eingesetzt. Wespen dagegen macht das nichts aus. Wegrennen hilft da auch nicht. Sie jagen dich gut und gerne 100 Meter. Spring bloß nicht ins Wasser, denn sie warten nur darauf, bis dir die Luft ausgeht und du wieder nach oben tauchen musst. Aber begehen wir mal ihr Nest. Na klar, vermutlich ist es ein Loch im Boden, eine kleine Höhle oder ein Bau. Mit Ton oder Schlamm machen sie ihr neues Zuhause beständiger. Diese eine Öffnung führt dich in eine faszinierende Untergrundwelt mit Tausenden von anderen Wespen, die bereit sind, Eindringlinge um jeden Preis zu bekämpfen. Diese Supernester bilden sich vor allem dann, wenn es milde Winter gibt und ausreichend Nahrung wie Haustierfutter oder Müllreste bereitsteht. So überleben die Insekten die kalten Wintermonate ohne Probleme. Ja, sogar die Arbeiterwespen, die dann mit ihren Aufgaben fortfahren, wodurch das Nest immer größer und größer wird. Solche riesigen Nester beheimaten oft mehrere Königinnen. Je größer das Nest, desto beschäftigter sind sie. Die Chancen stehen dann also gut, dass sie dich in Ruhe lassen, auch wenn du in der Nähe bist. Oh, sieh mal, es regnet. Macht ihnen aber auch nichts aus. Während der heißen Sommermonate brauchen die Wespen das Wasser zur Hydration. Ist der Regen allerdings zu stark, treibt er die Wespen nach draußen. Viele Wespenspezies sind sozial veranlagt, doch es gibt auch Einzelgänger, die nicht sozial organisiert sind. Dabei baut jede weibliche Wespe ihr eigenes Nest und kümmert sich darum. Meistens findest du so ein Nest im Boden, aber manchmal auch in verrottetem Holz oder hohlen Baumstämmen. Eine Wespenkönigin kann es sich sogar in einem Käfertunnelbau gemütlich machen. Diese Wespen ernähren sich von Nektar und du kannst ihnen dabei zusehen, wie sie Spinnen und anderen Insekten auflauern, um ihre Jungen zu füttern.